ganz klar Mannschaftsleistung. Geschlossene, wirklich konzentrierte Mannschaftsleistungen von allen. Sehr gut verteidigt, dann immer wieder gute Angriffe nach vorne gehabt und auch phasenweise wirklich das Spiel dominiert. Überragende zweite Halbzeit. Ja, so macht das Spaß. Kann man sagen, auch so das erste Meisterstück für den Trainer jetzt? Ach, das ist ja natürlich für alle das wichtige Spiel, wirklich. Aber natürlich hat das Trainerteam richtig guten Job gemacht. Haben nicht, vielleicht noch ein bisschen anders gespielt, als wir das vorher gemacht haben. Haben ein bisschen, oder nicht ein bisschen, sondern haben abgewartet auch mal. Nicht immer vorne gepresst und einfach wirklich eine gute, clevere Leistung. Sie sprechen die geschlossene Mannschaftsleistung an, aber Pamecano, De Ligt, auch Stanisic heute, dass Sie hinten da weggeholt haben mitunter, das war, denke ich, auch beeindruckend. Stani war überragend. Wirklich, muss man sagen, der hat überragend gespielt. Also ich habe mich echt gefreut für den Jungen, weil er hat ein sensationelles Spiel gemacht, hat uns, glaube ich, alle begeistert heute. Und natürlich kann man dann keinen rausnehmen. Aber ich freue mich, weil er einfach ein junger Spieler kommt, aus unserer Akademie ist. Und natürlich mit seinen Problemchen in der letzten Zeit. Aber heute war er einfach sensationell. Natürlich Leon, King immer wieder und natürlich Upa. Ich kann die alle aufzählen, die haben heute wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Wie ich gesagt habe, eine geschlossene Mannschaftsleistung. Hat echt Spaß gemacht. Danke, Torben, dass du mir gesagt hast, dass ich mit den Spielern sprechen muss. Nein, das haben wir schon gemacht, mach dir keine Sorgen. Trainer hat das gemacht, ich habe es gemacht. Der Joao wird noch ein ganz wichtiger Spieler. Klar hat er jetzt ein paar Mal nicht so trainiert oder nicht so gespielt, wie er sich das selber auch vorgestellt hat. Aber wir kommunizieren sehr gut mit ihm. Er ist wieder wirklich sehr positiv, auch heute. Schon alleine, wie er sich gefreut hat bei dem Tor, das weiß ich, wie er sich fühlt. Und er ist ein überragender Spieler und wird richtig wichtig für unsere Mannschaft. Auch Alfonso habe ich nie gesagt, also auch ein sehr gutes Spiel gemacht, wenn du das so willst. Auch Leroy hat sehr, sehr gut gespielt heute. Hat zwar kein Tor gemacht, aber hat genau das gemacht, was wir von ihm erwarten. Hat diese Konter gemacht. Natürlich ein oder andere Mal, vielleicht hätten wir das besser ausspielen können, aber so stellt man sich das vor, wenn die Jungs reinkommen, dann, dass sie so Gas geben. Und natürlich, Serge tut gut, so ein Tor, klar. Ich schaue jetzt erstmal auf Augsburg. Das ist jetzt wieder täglich Brot. Wir ruhen uns jetzt aus 2 Tage und dann Samstag greifen wir wieder an. In der Champions League warten wir einfach ab und wollen wieder, egal wer kommt, genauso konzentriert spielen.